Hey meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich einen langweiligen Dutt etwas aufwerte. Ich persönlich peppe so meinen Dutt auf, weil mir das Schlichte manchmal ein bisschen zu nichtssagend ist. Deswegen binde ich mir entweder so ein Twilly ins Haar. Das ist jetzt von Hermes, aber ihr könnt all eure kleinen Tücher, die ihr zu Hause habt, dafür verwenden. Ihr faltet es halt einfach zusammen, macht es zu einem Band und dann könnt ihr halt auch schon loslegen. Also alles, was ihr so an kleinen Tüchern zu Hause habt. Das wäre jetzt 45 mal 45 und eignet sich eigentlich perfekt für sowas. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das gewonnen habe, dann würde ich sagen, bleibt dran. Als allererstes machen wir einen ganz normalen Pferdeschwanz. Ihr könnt euren Pferdeschwanz so hoch machen, wie ihr möchtet. Ich persönlich mag meinen am liebsten ganz weit oben. Nun zuppel ich mir alles zurecht und was ich jetzt mache, ich drehe meine Haare um mein Zopfgummi rum und das ist auch schon mein Dutt. Und den befestige ich mit noch einem Zopfgummi. Machen wir auch schon mit dem Tüchlein weiter. Das setze ich hinten an meinem Dutt an, ziehe die Enden nach vorne, überkreuze es einmal, ziehe es nach hinten, überkreuze es hinten nochmal. Mach vorne meinen Knoten und mache nochmal einen zweiten Knoten, um das Ganze zu befestigen, damit das nicht aufgeht. Und wenn ich das gemacht habe, zuppel ich eigentlich nur noch meinen Dutt zurecht und fertig sind wir. Das, meine Lieben, war mein aufgepeppter Dutt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst es mich natürlich wie immer in den Kommentaren wissen. Ich sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.